Ja, zum Thema Hyperlinks, bleiben wir nochmal beim Beispiel mit dem Inhaltsverzeichnis. Ich habe jetzt hier also ein Verzeichnis, wenn ich hier entsprechend reinklicke und hier mit dem Cursor über die Überschriften gehe, dann wird mir eine Kurzinfo angezeigt. Also wenn ich die Steuerungstaste gedrückt halte, dann sehe ich auch, mein Mauszeiger wird zu einer Hand und ich kann jetzt praktisch hier draufklicken, Kapitel 3, und dann springe ich auch entsprechend zum Kapitel 3. Funktioniert aber auch anders. Ich könnte also ganz normal Kapitel 3 schreiben und dann könnte ich sagen, ich möchte einen entsprechenden Hyperlink setzen zum Kapitel 3. Ich markiere mir diesen Bereich, sage ich Hyperlink und hier wird mir schon angezeigt, ich befinde mich im aktuellen Dokument und hier habe ich die Überschriften schon mal vorsortiert. Ich kann hier Kapitel 3 auswählen und dann hier diesem Text diesen Hyperlink zuweisen. Funktioniert allerdings nur, wenn ich die einzelnen Überschriften als Überschrift auch formatiert habe. So, wenn ich jetzt also auf OK gehe, sieht man diesen Link auch blau unterstrichen und man sieht jetzt auch, Kurzinfo zeigt mir wieder Steuerungstaste gedrückt halten, Maustaste, linke Maustaste drücken und ich springe wieder ins Kapitel 3. Wir haben noch was gesehen vorhin mit Textmarken. Ich kann also auch hergehen und hier Bereiche im Dokument markieren. Dann sage ich hier unter Einfügen Textmarke, Textmarke 1 hinzufügen. Und jetzt muss ich schauen. Genau, jetzt kann ich noch mal einen weiteren Link setzen. Textmarke 1. Ebenfalls markieren, Hyperlink. Und hier sind die Textmarken. Wenn ich das hier entsprechend zuweise, Steuerungstaste gedrückt halte, dann springe ich an die Stelle, wo die Textmarke gesetzt ist. Es gibt noch weitere Arten von Hyperlinks. Ihr merkt das sicherlich, wenn ihr irgendwie eine Internetadresse hier eingibt, die muss nicht mal richtig geschrieben sein, dann formatiert Word automatisch hier einen Link daraus. Schauen wir mal, was passiert. Eigentlich müsste dann der Browser aufgehen. Das tut's auch. Und hier wird dann Google angezeigt. Wenn man das nicht haben will, funktioniert dann leider nicht so, dass ich sage, ich will keine Unterstreichung haben. Das ist dann trotzdem noch ein Link. Ich muss dann also hierher gehen. Rechte Maustaste und im Kontextmenü steht hier schon Hyperlink entfernen. Und dann habe ich hier wieder einen ganz normalen Text.